Servus Leute, das letzte Video dieser Art ist schon fast ein Jahr her. Damals ging es in Amsterdam um die neue A-Klasse. Später kam dann die A-Klasse Limousine und zuletzt dann der AMG A35. Auf der CES in Las Vegas hat Mercedes jetzt seine zweite Limousine der A-Klasse-Familie vorgestellt, den CLA. Von vorne ganz klar der A-Klasse-Familie zugehörig, von der Seite und von hinten aber ein kleiner CLS. Im Vergleich zur A-Klasse Limousine wirkt alles noch etwas stimmiger, finde ich. Ihr seht hier deutlich den Unterschied der beiden. Vom Design hat der neue CLA aber mehr Coupé-Charakteristik als die A-Klasse Limousine. Die gestreckte Form, rahmenlose Türen, das typische GT-Heck, die langgestreckte Motorhaube mit der nach vorn geneigten Front. Mercedes nennt das Shark Nose. Der CLA 2019 steht damit sehr sportlich auf der Straße. Da Mercedes aber auch immer richtig guten Presse-Content liefert, hier ein kurzer Sub-Elements-Schnitt für euch. Viel Spaß! Wow, oder? Der CLA startet bei der Weltpremiere in Las Vegas als CLA 250 mit 225 PS und 350 Newtonmetern als Automatik mit 7-Gang DCG Doppelkupplungsgetriebe. Bis zur Markteinführung im Mai 2019 wird es aber eine breitere Motorenpalette aus Diesel und Benzinern geben. Zur Auswahl stehen dann natürlich auch Handschalter und Allradantrieb 4MATIC. Lange müssen wir also nicht mehr warten, bis dieses Schätzchen auf den Straßen zu sehen sein wird. Apropos Straße, der CLA wird ein Kurvenfresser. Durch die breitere Spur und den tieferen Schwerpunkt hat er die sportlichsten Fahreigenschaften aller Modelle der neuen Mercedes-Kompaktwagen-Generation. Selbst das ESP wurde speziell auf die möglichen hohen Kurvengeschwindigkeiten angepasst. Klingt auf jeden Fall nach Spaß. Die Maße der Karosse haben sich ebenfalls geändert, 4,8 cm länger, 5,3 cm breiter, inklusive Außenspiegeln jedoch insgesamt 3,3 cm schmäler. Es gibt 1,7 cm mehr Kopffreiheit und die Breite der Kofferraumöffnung wurde um ganze 26,2 cm verbreitert. Doch nicht nur außen, sondern auch innen kann das kompakte viertürige Coupé überzeugen. Das Cockpit kennen wir von der A-Klasse. Ich persönlich finde die Ergonomie extrem gut. Alles fühlt sich intuitiv an. Zum Beispiel saß ich zum ersten Mal in der A-Klasse und greife zum Türöffner, finde ihn direkt ohne Suchen. Und ihr kennt das sicher, dass man in fremden Autos auch gerne mal danach sucht. Vor allem im Dunkeln, wo komme ich jetzt raus, wo ist der Öffner? Kennt man, ne? In der A-Klasse alles intuitiv. Auch sind Knöpfe und Lüftungsdüsen und Schalter sehr gut und leicht erreichbar. Ich mag das sehr. Natürlich wird es im CLA auch das MBUX mit an Bord geben und alles mit dabei haben, was wir schon aus der A-Klasse kennen. Augmented Reality Navigation und das Verstehen von indirekten Sprachbefehlen, wie zum Beispiel mir ist kalt, um es etwas wärmer zu machen im Auto. Jedoch wurde MBUX auch weiter stark verbessert. Für die Sprachsteuerung wurde eine sitzplatzbezogene Erkennung implementiert. Das heißt, nur die Befehle der Person werden beantwortet, welche das System zuletzt mit Hey Mercedes aktiviert hat. Der Sprachassistent wird sich also nicht mehr von anderen dazwischenredenden Passagieren durcheinander bringen lassen. MBUX erkennt und beantwortet nun noch deutlich komplexere Anfragen. Als Beispiel nennt Mercedes in den Presseunterlagen folgende Frage. Welche kinderfreundlichen asiatischen Restaurants gibt es in der Nähe, aber weder chinesisch noch japanisch? Außerdem würde es noch mehr Themengebiete geben, bei denen MBUX komplexe Fragen versteht und schnell beantwortet, wie zum Beispiel Sportergebnisse, Börsenkurse und Allgemeinwissen. Allerdings sind diese Funktionen erstmal nur auf den amerikanischen Markt beschränkt. Wann diese Funktionen in Deutschland verfügbar sein werden, wurde nicht genannt. Neu ist auch der intelligente MBUX Interieurassistent. Er erkennt Verhaltensweisen und Gesten des Fahrers und schaltet zum Beispiel das Leselicht auf der Beifahrerseite ein, wenn man dort auf dem Beifahrersitz nach einem Gegenstand greift. Natürlich nur, wenn dort niemand sitzt. Beim Annähern an den Touchscreen oder an das Touchpad in der Mittelkonsole werden Bildschirminhalte angepasst und je nach Menü werden einzelne Elemente hervorgehoben. Das kann helfen, ablenkungsfreier das Infotainment-System zu bedienen. Das System kann hier auch Bedienwünsche von Fahrer oder Beifahrer unterscheiden. Mit dieser Geste hier, beziehungsweise so, ruhig über der Mittelkonsole gehalten, kann der Fahrer oder auch der Beifahrer seine persönlichen Favoriten im MBUX hinterlegen. Das heißt, für den Fahrer kann es zum Beispiel der Befehl navigiere mich nach Hause sein. Der Beifahrer könnte damit aber auch zum Beispiel die Massagefunktion der Sitze aktivieren und damit zu den Fahrassistenten. Die sind auf S-Klasse-Niveau. Verbesserte Kamera- und Radarsysteme lassen den neuen CLA bis zu 500 Meter weit vorausschauen.
Außerdem werden Karten und Navigationsdaten für die Assistenzfunktion genutzt. Der aktive Abstandsassistent Distronic nutzt diese Daten und kann die Geschwindigkeit vor Kurven, vor Kreuzungen oder Kreisverkehren anpassen. Hinzu kommen unter anderem der aktive Nothaltassistent und ein intuitiv verständlicher aktiver Spurwechselassistent. Serienmäßig an Bord des neuen CLA ist ein erweiterter aktiver Bremsassistent, welcher hilft, Auffahrunfälle mit vorausfahrenden, anhaltenden oder stehenden Fahrzeugen sowie sogar mit querenden Fußgängern oder Radfahrern in der Schwere zu mindern oder ganz zu vermeiden. Der ebenfalls serienmäßige aktive Spurhalteassistent kann den Fahrer bei Geschwindigkeiten von 60 bis 200 km/h vor unbeabsichtigtem Spurverlassen durch Lenkradvibrationen warnen. Beim Überfahren einer durchgezogenen Linie wird das Fahrzeug durch einseitiges leichtes Bremsen wieder zurück in die Spur gebracht. Bei einer gestrichelten Linie erfolgt dieser Eingriff nur, wenn Kollisionsgefahr auf der Nebenspur besteht, aber auch durch den Gegenverkehr. Runde Heckkollisionen werden vom PreSafe Plus System erkannt. Wenn eine Kollisionsgefahr erkannt wurde, kann das System das stehende Fahrzeug festbremsen und dadurch das Verletzungsrisiko durch den aufprallbedingten Vorwärtsruck verringern. Die optionalen Multibeam-LED-Scheinwerfer bestehen aus 18 einzeln ansteuerbaren LEDs, welche das Fahrlicht schnell und präzise an die Verkehrssituationen anpassen, Gegenverkehr ausmaskieren, Kurvenlicht und so weiter. Serienmäßig kommt der CLA leider aber immer noch mit Halogenscheinwerfern. So, ganz schön viele Infos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ich beantworte die gerne. Schreibt vielleicht auch mal rein, ob ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.